Nationalmannschaft Zusammenzug. Das heisst, die besten Schweizer Handballerinnen kommen aus ganz Europa zusammen, zum Trainieren. Und das trotz Corona. Mit dabei ist Jenny Maurer. Für sie ist der Lehrgang ein bisschen speziell. Weil man doch eigentlich das unterstützen mit wenig Reisen und ich habe daheim bleiben. Andererseits ist es auch ein bisschen Normalität in dieser Zeit, also dass man zum Lehrgang gehen kann und trainieren, was natürlich auch wichtig ist für die Leistung der Nationalmannschaft. Zur Sicherheit ist das ganze Team auf Corona getestet worden. Alle Spielerinnen sind gesund. Corona-Tests und Sicherheitsmassnahmen sind für die 24-jährige Jenny Maurer sozusagen Alltag. Es ist auch wichtig und wird auch von unseren Vereinen, vor allem im Ausland, verlangt, dass wir keinen Kontakt haben zu positiven Menschen. Und ja, das gehört halt dazu im Profileben jetzt. Die junge Schaffhauserin hat schon immer ins Ausland wollen, Handball spielen. Sie hat vor einem Jahr den Schritt gewagt. Sie hat von der Schweizer Handballliga in die deutsche Bundesliga gewechselt. Diese grosse Veränderung ist sie mit viel Selbstvertrauen angegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte nicht wirklich Sorgen, als ich auf Deutschland gegangen bin. Die Familie ist schon weiter weg und man fühlt sich, obwohl man eigentlich nicht allein ist, schon zwischendurch allein. Jetzt spielt und lebt die angehende Physiotherapeutin in Blomberg, einem kleinen Dorf im deutschen Lipperland, und hat sich dort gut eingelebt. In den Augen von Martin Albertsen, einem Nazi-Trainer, ist es wichtig, dass Spielerinnen wie Jenny Maurer ins Ausland wechseln. Deutschland ist mehr kraftbetont und da lernt Jenny definitiv international Schnitt. Wie macht man das international? Ihr Nazi gehört Jenny Maurer mit 24 schon zu den Routinier. Im aktuellen Lehrgang hat es auch ein paar jüngere Spielerinnen dabei. Die jüngste hat Jahrgang 2005. Für die Jungen ist es immer gut, wenn sie mit uns mittrainieren können. Sie können sich schon als Niveau gewöhnen und profitieren sicher von uns. Der Nationalmannschaftszusammenzug geht noch bis nächsten Donnerstag. Auf dem Programm bis dann stehen 15 Trainingseinheiten.